Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, zweiter Teil, Anschlag auf das World Trade Center vom 11. September 2001. Sehr interessante Dinge. Die 23, bei der wir stehen geblieben waren, gilt natürlich sozusagen hinter den Kulissen als die Zahl der Zerstörung, als des Unterganges, als des Niederganges. Und wir haben hier in ihrem Fahrplan, also das ist die Offenbarung, Kapitel 9, Vers 11, und hier steht unten, und hatten über sich einen König, den Engel des Abgrunds. Also das heißt, hier geht es auch um Niedergang. Interessant bei der 23 ist, dass wir das World Trade Center davon betroffen haben. Und das W ist im Alphabet Zufall. Na, probieren wir es nochmal. Das T und das C ist im Alphabet, das C ist der dritte und das T ist der 20. Buchstabe. Das heißt, die beiden ergeben zusammen wieder die 23. Also das heißt, wir haben World Trade Center 23, 23 ergibt die 46. Und wann ist das erste Flugzeug, der war gut, ja. Also wann ist das erste, was auch immer, hineingerauscht, offiziell um 8.46 Uhr. Da haben wir die 46, 4 und 6 ist die 10 und die 8 ist die richtig. Die 18 ist die 6 plus 6 plus 6. Also alles nur unbeabsichtigte Zufälle, aber wunderschön, wunderschön. 2 und 3 ergibt die 5, den Gehörnten, das V, das Victory-Zeichen, die gekreuzten Schlüsseln. Sozusagen Janus hat zwei Hörner, das lustige Gesicht, was in die Himmelsmatrix zeigt, die immer wieder Voided Tunnel, sozusagen das Rückfahrticket in Richtung, naja, Hölle nicht, aber die Hölle, die Schlüsseln der Unterwelt liegen in den Händen einer gewissen Organisation. Ich glaube, die UBS hat, glaube ich, drei Schlüsseln, gell? Und alles weist natürlich auf Saturn. Und ihr wisst ja, V steht auch im Periodensystem für Vanadium. Aha, und Vanadium hat welche Ordnungszahl? Richtig, die 23. Na, das ist ja Zufall. Aber wie gesagt, es sind hier alles nur Zufälle und der zufälligste aller Zufälle ist sozusagen die Molecular Disintegration, denn wir sehen hier auf Wikipedia Gesamtgewicht pro Turm 500.000 Tonnen. Aha, okay. Stahlgewicht pro Turm 100.000 Tonnen. Okay. 100.000 Tonnen Stahl sollen von ein paar, von mir aus 1.000 Liter Kerosin, naja, sehr, sehr interessant. Also wirklich beeindruckende Informationen, die wir hier erfahren. Und was den wenigsten klar ist, am 11. September gab es auch einen Wirbelsturm. Und schaut mal, wie schön die gekokelt haben. Ihr kennt die Videos von Dr. Judy Wood und ihrer Molecular Disintegration. Eine interessante neue, ja, man muss aufpassen, was ich sage, aber ihr wisst ja, unsere Freunde da kommen immer auf neue Bereicherungsmöglichkeiten durch. Wir kennen das Phänomen ja zuletzt gesehen in Australien, in der Türkei, beziehungsweise in Kalifornien. Brände, 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 die alles Mögliche schmelzen und brennen lassen, nur halt eben Bäume nicht, obwohl es Waldbrände sind, also Waldbrände, wo halt die Bäume bleiben grün und da geschieht nichts, aber der Stall und alles andere schmilzt und das sind halt Spezialbrände. Und so einen doppelten Obstler Spezialbrand, also da ist unser Altkogler ja ein Experte für Flüssigobst, ja, also solche Brände gibt es halt überall auf der Welt. So, und jetzt gehen wir in Medias Res. Eigentlich könnte ich dieses Horoskop in geschätzten 20 bis 30 Sekunden abhandeln. Ja. Also das wäre sehr schnell vorbei. Deswegen muss ich ein bisschen eine Einstimmung darauf machen, weil wir im dritten Teil dann das Geheimnis lüften werden oder auch, ja, was auch immer. Was auch immer. Zunächst einmal, der 11. September 2001 war im Sternzeichen Jungfrau auf 18 Grad 50.
Na gut, Grad Nummer 18, es ist unschwer zu erkennen, ist wieder die 6 plus 6 plus 6. Und von 17,30 bis 20 Grad haben wir, bingo, Skorpiongrade. Richtig, Skorpiongrade, da wird auf ein Geheimnis hingedeutet. Also da hat es was, da stimmt irgendetwas nicht. Deswegen achten wir besonders worauf? Auf das achte Haus, auf das Sternzeichen Skorpion und natürlich auf Pluto. Pluto wird uns hier natürlich einiges erklären, aber was er uns verraten wird, ich würde sagen, vielleicht im dritten Teil, schauen wir mal. Ende.